Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent, was es immer noch nicht ist, denn wir machen weiter bei unserem mit uns zertifizierten Story. Wobei letztes Mal Leute gefragt haben, warum ist es auf Englisch? Und ja, ich habe halt meinen PC neu aufgesetzt und da habe ich das neu runtergeladen und von standardmäßig ist das Englisch. Und deswegen war es Englisch. Nur nochmal so zur Erklärung. Und wir haben jetzt hier auch wieder Ingame-Sound, nicht so wie in Part 3 war das, House of Creep 3. Denn Part 4 war es ja auch schon wieder da und ich dachte, ich nehme heute auch nochmal Part 5 auf. Da habe ich heute 3 Stories auf einmal aufgenommen, unglaublich, aber trotzdem an 3 verschiedenen Tagen hochgeladen, unglaublich. Und wir spielen jetzt Castrum Vetus House of Creep 5 Holly's Mansion. Nachdem wir in Kedis waren, gehen wir nun in diese. It's my task to check the castle before the guests come in. They are weird things, but starten. Genau. Das sind schlimme Dinge, aber starten. So ist das. Gut, gut. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, dann dunkel, dunkel. Schrank. Hallo Schrank. Mein Schrank. So. Oh, hallo. Schwebt das Teil? Hat ein eigenes Gravitationsfeld. Erstmal überall alles rausnehmen. Dann Dradum. So, bam, verbrenne. Eine Lampe kriegen wir heute mal nicht. Gut, auch gut zu wissen. Kriegen noch nicht mal was zum Anziehen. Wir müssen mal wieder nackig rumlaufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich meine, ich habe eine Kiste. Gott, hier kann man rein, aber hier sieht man kaum was. Obwohl, das ist ein Schwein. Der Kopf! Oh, was ist das denn? Oh. Ein Glas Öl. Na, so. Wo können wir denn nun alles rein? Ich will die aber aufmachen. Doch, geh mal auf. Dann eben nicht. Los, Teil. Hier hinten hätten wir nichts mehr. Hier waren wir gerade eben drin. Das ist genau das. Das hier mit dem. Hier ist ja auch nirgends. Ist hier irgendwo ein Schlüssel? Bin ich gerade etwas verblindet oder? Ganz lange hier ran reiben und dann wegwerfen und es funktioniert immer noch nicht. Ja, die Genies heutzutage, die sind auch nicht mehr so zuverlässig. Hätten hier auf jeden Fall ein brennendes Hinterteil von einem Schwein, dessen Kopf irgendwie ein Eigenleben hat. Aber nun gut. Ah, unser Kistchen. Ja, schön. Gleich mal hier hinten hingehen. Hier kommen wir auch nicht durch. Ja gut, das ist jetzt dann natürlich die Frage, wo es hier jetzt mal weitergeht. Jo. Feuerchen. Es ist mit Öl gefüllt. Ja, das ist schön. Bringt mir jetzt nicht ganz so viel. Ich meine, yay, es ist mit Öl gefüllt. Yippie. Ja, irgendwie ist ja da in dem Raum nichts mehr und hier ist ja auch nirgendwo was, oder? Bin ich jetzt total verblindet, wie ich gerade schon mal meinte? Blöd ist halt, dass wir das halt auch nicht öffnen können. Ah, natürlich! Öl! Das ist nicht nur gut für eine Lampe, das ist auch gut, um Türen zu schmieren und dadurch zu öffnen. Genau! Na? Nein? Dann ist das wieder hinten. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Tschatschang. Und schon kommen wir durch. Schön. Ja. Erstmal ein Doppelkinn. Das ist voll schön. Hallo.
Das tut mir jetzt leid. Nein, das war ich nicht. Er wird es niemals merken. Und er bestimmt auch nicht. Moment. Da, ja, da. Heutzutage trägt man das so. Musik. Oh. Funkelnde kleine Dinge. Oh. Oh. Wow. Ich will da rein! Oh. Hm. Warum? Schlüssel! Da ist er doch. Hab ich ja nur gesucht, sorry. Oh, jetzt komme ich in den leuchtenden Raum. Ja! Ich habe eine eigene leuchtende... Jetzt wird's scary. Da setzen wir uns am besten nicht rein. Hört man Wasser? Okay, langsam. Am Anfang war es ja noch ganz schön, aber ja? Yeah. Oh, nein, nein! Nicht meine Lampe umschmeißen. Meine Lampe ist heil. Stuhl. Einfach raus hier. Okay. Ist ja schon alles ein bisschen creepy, ne? Oh Gott, ein langer Gang. Oh. Gar nichts. Da war nichts. Ich habe meine Lampe jetzt verloren. You did it, Holly! Sadie! Beer cake! Let's dance! Meine Party! Aber das war's wirklich schon? Das kann's doch nicht gewesen sein. Stuhl! Die Musik wird leise. Das war's jetzt, oder wie? Anscheinend. You did it, Holly. Sadie, beer cake. Let's dance. Anscheinend. War es das jetzt wirklich wohl? Ich meine, wir können die gerne nochmal zurück. Wenn man dann überhaupt mal ein bisschen was sieht. Oh. Was sagt das hier alles? Alles okay. Alles super.
Ja, das war's dann wohl. Schade. War wieder mal recht kurz. Wie gesagt, es wird ja mal kürzer. Aber nun gut. Ich denke, dann, weil das so kurz war, werde ich dann jetzt auch die 6. auch noch aufnehmen. Denn ich meine, ich habe ja gerade eh nichts zu tun. Und die 6. werde ich dann jetzt auch noch aufnehmen. Jo. Dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Amnesia Custom Story. Das wäre dann hier House of Creep Playlist und so weiter auch nochmal. Falls ihr es noch nicht wusstet, in der Beschreibung immer reinschauen. Und ich bin der Little Confused Brain und bin hier raus. Ciao.